Dieser Tag, liebe Modellbahnfreunde, ist so ein bisschen wie Weihnachten, zumindest für die, die hier im Studio sitzen. Und damit dieser Tag auch für Sie draußen ein bisschen wie Weihnachten ist, haben wir einen Gast hier. Sie sehen es auch schon im Hintergrund. Heute ist Weihnachten für Sie, liebe N-Bahner, liebe Freunde von Lemke. Neben mir sitzt Tobias Lemke und wird diesen Tag für Sie wie ein bisschen Weihnachten gestalten. Habe ich das nicht so richtig gesagt? Wunderbar, Frank. Ich hätte es nicht besser Wunderbar. machen können. Schön, dass wir wieder hier sind. Ich begrüße Sie an den Bildschirm, liebe N- und Hannover-Bahn-Freunde. Ja, wir haben heute ein paar schöne Überraschungen parat. Wir wollen uns natürlich jetzt mal alternativ zur Spielwarenmesse, die ja leider nicht stattfindet, haben wir uns hier jetzt zusammengefunden, um einfach mal unsere Neuheiten näher zu bringen. Wir haben hier einen kleinen Kreis aufgebaut, einen Schienenkreis und haben auch schon eben gespielt. Wir sagen dann noch gleich was dazu. Wenn erwachsene Männer spielen, ist Das das war völlig ganz gesund, amüsant. ist alles völlig in Ordnung. Ja. Alternativ-Spielwarenmesse, Sie haben es ja alle schon mitbekommen, liebe Freunde. Sie ist nun leider Gottes dieses Jahr wieder abgesagt. So müssen natürlich auch die Modellbahnhersteller nach Alternativen suchen, um sie nicht im Unklaren zu lassen, was so manch Hersteller für sie parat hat. Ich hatte den Vorteil, bis jetzt schon mal in die Kiste zu gucken. Und ich kann Ihnen sagen, hier rollt allerhand Modernes auf sie zu. Kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir haben heute mal unsere Kiste mitgenommen, was wir an Neuheiten, an Mustern schon da haben. Wir haben hier, wie gesagt, was Schönes Kleines aufgebaut. Da werden wir gleich mal uns die Rosinen rauspicken. Der Neuheitenkatalog 2022, der wird Ende Januar, also pünktlich zur eigentlich stattfindenden Spielwarenmesse, auch verfügbar sein, wird ausgeliefert. Und dann müssen wir natürlich noch dazu sagen, liebe Freunde, ein paar Spielregeln zu dieser Neuheitenpräsentation aus dem Hause Lemke müssen wir Ihnen natürlich sagen. Wir können nicht alles, was in dem dicken Katalog drin ist, hier präsentieren. So dick ist er auch nicht. Also wir haben uns ja mittlerweile so ein bisschen darauf verständigt, dass wir das Thema Gesamtkatalog für ein Jahr, da gehen wir so ein bisschen von ab. Wir machen also einen sogenannten Jahreszeitenprospekt, den wir im letzten Jahr beginnen wollten. Da sind leider zwei Jahreszeiten ausgefallen, weil wir das einfach vom Volumen her nicht geschafft haben. Weil dieses Jahr, wir wollen nicht zu viel über Covid und Corona und Nein, Folgen sprechen, aber auch wir, so wie viele unserer Kollegen und Herstellerkollegen, sind einfach davon betroffen. Es gab viele Änderungen, es gab viele Stornierungen bzw. viele Verzögerungen, Planänderungen, Lieferschwierigkeiten. Da können wir vielleicht am Ende noch mal kurz drüber sprechen. Wieso, warum, weshalb? Fakt ist, wir haben jetzt unseren Neuheitenprospekt so gut wie fertig. Wird wie gesagt Ende Januar ausgeliefert, sprich jeder Endverbraucher zu Hause kann sich den bei uns bestellen oder auf der Webseite herunterladen. Und dort findet man viele schöne Sachen im Bereich Spur N und Spur H0. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem schnellsten Zwei-Wege-Bagger der Welt. Das ist jetzt, liebe Freunde, das war so eine kurze Erfindung, weil Tobias hat vorhin, als wir hier aufgebaut haben, gesagt, er hat also einen wunderschönen Zwei-Wege-Bagger da. Ich war der Meinung, dass der auch drauf passt. Tobias sagt natürlich. Und der ICE stand nun gerade davor und da haben wir gesagt, wir machen den schnellsten Zwei-Wege-Bagger der Welt. Wir können es Ihnen auch mal zeigen. Wir fahren das Ding mal weg. Das sind so die kleinen Spielereien, wenn erwachsene Männer spielen. Es soll Ihnen ja auch alles Spaß machen, was wir heute machen. Und ich kann Ihnen versprechen, es sind viele tolle Sachen dabei. So, ja, der fährt sogar. Gucken Sie sich das an. Das ist wirklich unglaublich. Man kann also auch hier mal ein bisschen rumalbern. So, nun hören wir Frei nach auf. dem Motto, erlaubt es, was gefällt. Was gefällt? Ja. Jetzt wollen wir aufhören, rumzualbern. Jetzt wollen wir ein bisschen an das Eingemachte gehen, denn das ist von großem Interesse. Und dann würde ich sagen, Tobias, los geht's. Gehen wir los. Also wir beginnen mit unserer Form oder mit unseren Formneuheiten. Das ist eine Neukonstruktion. Das ist von Hobbytrain die Foslo D18.
Das ist eine Diesellok. Ah, wunderschön. Wunderschönes Aufnahme. Modell, ja. Also auch zeitgemäß, ja. Absolut modern, seit 2014 in der Auslieferung. Und von Foslo sind quasi ja, seit 2014 ja. über 130 Modelle, 130 Originale verkauft worden ins internationale und nationale Länder. Wir haben hier eine absolut moderne Lok, die dank Mehrländerausstattung eben, wie gesagt, international fahren kann. Mhm. Ist eine der leistungsstärksten Mittelführerhaus-Dieselloks, die im Moment unterwegs ist. Und wir haben hier im Original, das habe ich gestern noch gelesen, das fand ich sehr interessant, ja. ein Zugbeeinflussungssystem, da haben wir auch eben kurz drüber gesprochen. Ein ganz schwieriger Name. Genau, ETCS, das ja. ist European Train Control System. Ja. Und das ist in diesen Loks verbaut, im Original, und kann quasi, falls eine Lok auf einem falschen Gleis unterwegs ist, falls es zu schnell ist, falls irgendwelche Probleme auftreten, mhm. kann die Lok von außen quasi beeinflusst werden, sprich gebremst werden, gestoppt mhm. werden, wie auch immer. Also es ist ein sehr einheitliches oder es ist ein einheitliches System, was in Europa jetzt eingeführt werden soll, mhm. ist in dieser Lok integriert. Bei uns im Modell wäre das dann der Hammer. Der Hammer, beziehungsweise der Modellbahner, ja, der ja, von außen auf den, Zug, auf den Zug Einfluss nimmt. Ja, also ist ja. der quasi das ETCS. Und wir haben hier vier Varianten mit Next 18 Schnittstelle. Da ist, haben wir zum Beispiel die Version, die Sonderlackierung von der Rhein Cargo. Die hatten wir ja gerade als letztes Bild auch die gehabt. Die hatten wir gerade als letztes ja? Bild gehabt, genau. So, Sonderlackierung, die ist auch hier dran, glaube ich. Ich glaube, ja, das ist die Sonderlackierung. Ist das dieses? Nee, das ist, nee die, ist das, nicht. Ist, das ist die, das ist eine andere Lackierung. Das ist, glaube ich, die Düsseldorf-Lackierung. Ja. Wir haben hier, das ist auch jetzt nur als Originalbild, ja, um die Lok mal zu präsentieren. Mhm. Wir haben eben die vier Varianten. Der Rhein Cargo, das ist eben mit der Skyline von Köln ja. drauf. Das ist eine sehr schöne Variante. Ja. Wir haben die DB-Version von Foslo angemietet. Deswegen ist die auch in einem schönen Weiß-Silber gehalten, nicht rot. Und das ist eigentlich untypisch für die DB, aber okay. So ist es. So ist es. Und dann haben wir die Rail Adventure-Version. Und die BASF. Ja, und bei der Rail Adventure Version war ich ein bisschen erstaunt, weil sie hat ja immer dieses Grau und Grün und ein bisschen Beige, wo also viele Gemüter sich darüber zerreißen, ob das schick ist oder nicht so schick ist, sag ich mal. Und diese Version ist ja dann von der Farbe her auch ganz was Außergewöhnliches. Sie ist nämlich an den Motorenden sozusagen, die Motorabdeckungen sind schwarz mhm. und das Führerhaus ist in Weiß gehalten. Ja, das ist in Grau gehalten. Oder also grau, das ist möglicherweise gesagt. Auch die Optik des Fotografierens. Also der hat vielleicht auch eine Farbveränderung. Ja. Weil wir wissen es nicht ganz genau. Finde ich aber also schick. Es wird dann deutlich am Laufe des Jahres, wenn dann die Muster kommen, wir dann entsprechend die Updates bei uns auf der Webseite haben, dann kann man auch genau sehen, wie die aussieht. Und dann gibt es noch eine letzte Version, das war dann die BASF. Die BASF, das ist quasi die erst ausgelieferte von der D18 an die BASF. Ja. Ist halt auch ein Standardmodell im Prinzip und darf auch eigentlich auf keine Anlage fehlen. Das fängt ja schon mal gut an, würde ich sagen. Ne? Die Besonderheit von dieser D18 ist, dass es die bisher noch in keiner Spur gegeben hat. Also wir sind quasi der erste Hersteller, deswegen auch Neukonstruktion, der die in der Spur N bringt. Dass die dann nachher auch in Spur N kommen könnte, da sprechen wir dann in ungefähr einem Jahr in den Neuheiten 2023 drüber. Ja. Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind und diese Lok auch beim Kunden sehr gut ankommt. Ich denke schon. Also moderne Loks bzw. Epoche 6 ist ja eigentlich ja mittlerweile auch eine sehr gefragte Epoche. Ja, definitiv. Muss man ja wirklich sagen. Es ist schlimm, was ich jetzt sage, die Dampflokzeit ist wirklich vorbei. Wobei ich also Dampfloks gerne habe, weil ich sie als Kind noch erlebt habe, wie sie gefahren sind, der Geruch und so weiter. Aber die Generation Modellbahner wird jünger und wird sich garantiert nicht so an der Dampflokomotive hochziehen. Zumal wir ja auch das Thema der Logistik haben, ja, ne? Da haben wir auch eben drüber gesprochen. Logistik bedeutet, dass nicht mehr die
Straßen befüllt werden mit LKWs, sondern vielmehr die Schiene ja. befüllt werden muss. Dementsprechend ist das Thema moderne Güterzug, Loks, moderne Containerwagen immer relevanter, immer wichtiger auch für die Wirtschaft, nicht nur national, sondern international. Und wir glauben einfach, dass wir hier auch in Zukunft wesentlich mehr Modelle oder mehr Original-Loks auf den Schienen haben werden, moderne Weiterentwicklungen und einfach tolle Loks, die wir dann auch als Modell nachbilden können. Kann Sie aber beruhigen, liebe Zuschauer und liebe Freunde, ein bisschen Nostalgie ist auch noch dabei. Ist gestattet. Ist gestattet. Ist gestattet, kommt auch gleich. Ja, kommt auch gleich, ja. Genau. Gut. So, die nächste Formneuheit ist ein Railjet. Der Klassiker. Der Dani Railjet. Ja. Der heißt nicht Dani, sondern das ist eine Abkürzung von Day and Night. Das ist die mit Abstand modernste Version des ÖBB Railjets. Hier sieht man bei dem Steuerwagen auf dem Bild vorne, der Triebkopf hat ein Vectron-Look. Das ist also bewusst von Siemens so gestaltet, um diesen Wiedererkennungswert zu haben. Dieser Railjet ist vom Design her noch nicht offiziell. Mhm. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist eine Designstudie, die unsere Designer gemacht haben. So könnten wir uns vorstellen, dass die Zukunft des Railjets so aussieht. Ist auf jeden Fall eine Neukonstruktion, sprich hat völlig neues Design. Da bitten wir auch noch um ein bisschen Geduld, bis das dann alles final ist, sprich Design und Optik. Da sind wir noch in Gesprächen mit Siemens, aber das Thema Railjet ist für uns natürlich ganz wichtig, weil es einer unserer Bestseller eigentlich ist, ein Dauerbrenner und auch aus unserer beider persönlicher Erfahrung her einer der schönsten Züge, die es eigentlich gibt. Also die ÖBB macht da einiges richtig. Ich bin eigentlich ein bisschen ÖBB-Fan, aber zumindest was die Züge betrifft. Ja. Die machen es uns ja auch vor, sagen wir mal so, auf ihren Gleisen oder machen es ja den Fahrgästen wirklich sehr schmackhaft. Und der Railjet ist ja wirklich seit vielen, vielen Jahren eigentlich ein Zug, der wirklich sehr erfolgreich für die ÖBB unterwegs ist. Und wer mal in München ist, du hattest es ja auch schon gesagt. Der sieht hunderte davon. Dann kann man sich das mal angucken. Ich hatte noch eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte mal, oder ich sollte mal filmen, auch eine Taurus. Es war keine Taurus, muss ich nachher machen. Entschuldigung, liebe Freunde, ist kein Problem. Die Anekdote kommt noch zur passenden Lok. Okay. Nein. Ja, also Railjet, großes Thema. Schön, dass ihr das macht. Genau. Und wir sind natürlich da auch modern. Also wir bleiben bei den aktuellen Designs. Wir haben den direkten Kontakt mit Siemens, kriegen von dort auch entsprechende Unterlagen. Sprich, wenn es ein Update gibt, dann werden wir das auch präsentieren. Wir werden es bei uns auf der Webseite entsprechend ankündigen. Sobald wir da eben was Neues wissen. Aber Railjet ist und bleibt einfach eins unserer Lieblingsthemen. Ja. Okay. Ja? So, dann. Dann kommen wir zu einer weiteren Formneuheit im Hobbytrend Spur N Programm, und zwar die Zweiachs-Schiebewandwagen. Ah, tolles Thema. Das ist eben auch Thema Güterzugtransport. Da sieht man es auch schon im Bild. Ist eigentlich ein klassischer Zweiachs-Güterwagen, der für die SBB, für die DB und für die PKP, also Schweiz, Deutschland, Polen, unterwegs ist, hat eine sehr große Außenfläche, hat quasi dementsprechend auch eine sehr große Innenfläche, ist mit Aluminium, also im Original mit Aluminiumtüren bestückt, die man quasi die von einer Person geöffnet werden kann. Von beiden Seiten hatte man Zugriff drauf. Ja. Die Außenfläche ist insofern interessant auch für Sprayer, für Graffiti. Ich wollte es gerade sagen. Heute schlafe ich aus. Das heißt, jetzt ist Feierabend. Und morgen glaube ich auch. Das ist unglaublich. Ja. Ja. Diese Wagen werden immer häufiger auch von Graffiti-Sprayern, aber eben auch von Künstlern, von richtigen Künstlern, genutzt, um ihre Botschaft, ihre teilweise auch politische oder auch andere Botschaften halt. Andere Botschaften, wie auch immer, ja. Zu vermitteln. Und da haben wir auch gleich noch eine Marke.
auf die ich dann noch mal näher eingehe. Das ist Albert Modell aus Ungarn. Ja. Das ist ein Hersteller von sehr hochwertigen Wagen, die auch ein tolles Thema haben. Aber da sprechen wir gleich drüber. Genau, Albert ist ja dann auch eine völlig neue Marke unter genau. eurem Dach. Das machen wir dann noch, richtig, ganz klar. Richtig, genau. Okay. Dann haben wir die MF-Train Doppelstockwagen. Autotransporter, Entschuldigung. Ja. Die DDM 916. Das ist ein klassischer Autotransporter, der im Grunde ab den 1970er Jahren von der DR, von der französischen ANF übernommen wurde. Und diese Wagenverbände, die hat man im Grunde in jedem Reisezug. Wagenset sind die auch mit drin. Sind verschiedene Länderversionen haben wir hier. Zum Beispiel haben wir die DB-Version, wir haben die slowenische Version, Belgien und die Niederlande haben wir dabei. Ja. Das ist zum Beispiel im Bild jetzt die slowenische Version. Die ist, sag ich mal, am farbenfrohsten ja. von allen. Und das ist, wie gesagt, ein Thema, das kann man zu jedem Reisezugwagen-Set dazu packen, zu den City Nightline von LS-Models zum Beispiel. Ja. Da passen die sehr gut zu. Und ich glaube, Frank hatte da noch eine ja, Info für mich. Ja, ich habe da noch eine Frage an dich und die möchte ich gern mal so weiterleiten, wie sie ist hier, liebe Freunde. Viele kennen es bereits, ich sage es immer wieder, ich bin in vielen Foren unterwegs und bin meistens stiller Mitleser. Man will ja mal wissen, was so Trend ist und was so gesprochen wird. Und da habe ich mir mal erlaubt, die Lemke GmbH habe ich auch abonniert auf Facebook, kann ich Ihnen nur empfehlen, da haben sie viele, viele Neuheiten drauf. Und da gibt es eine Frage von einem Andy Heinzelmann und die war ja dann auch entsprechend beantwortet worden. Und die Frage war, hallo Lemke GmbH, können Sie erklären, warum auf Ihren Bildern die DDM 916 zu sehen ist? Kommt der in der Deutschen Reichsbahn Ausführung? Und jetzt kann man es aus berufenem Munde vielleicht beantworten. Wir können diese Frage beantworten. Und zwar, der Wagen kommt, ja. Die DR-Version ja. von den DDM 916, war halt eine Neuheit. Die Frage kam, bevor wir die Neuheiten angekündigt ja. haben. Deswegen haben wir gesagt, da sprechen wir später drüber. Ist also in der Auswahl der fünf Varianten, die wir uns ausgesucht haben, auch mit drin. Mhm. Und wird dann auch im Laufe des Jahres ausgeliefert. Das ist eine Exklusivproduktion von MF Train, mit der wir auch schon sehr lange und sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Wir haben ja schon im letzten Jahr die DDM 915 Wagen angekündigt und die Auslieferung wird dann zusammen mit denen passieren. Also, lieber Andy Heinzelmann, Sie haben es jetzt aus ganz berufenem Munde gehört, der Wagen kommt und liebe anderen Fans, die auch auf diesen Wagen warten oder gesagt haben, bin mal gespannt, was Sie dazu sagen. Sie haben es gehört, der Wagen kommt. Punkt. Richtig. So. Fehlt natürlich dann die Minis, die man sich dann noch dazu organisieren ja, muss, Minis wenn man sie nicht ja noch dazu, hat. Ganz klar. Aber die Minis gehören einfach mit dazu, ja. zu jedem Reisezugthema und Reisezug. Ich meine, wer verreist nicht gerne, kann das eben auch dann auf seiner Anlage tun. Ich fand das ja sowieso immer ganz klassisch, zu verreisen, im D-Zugwagen sitzend und das Auto hinten auf dem Anhänger mitführen. Das ist aber ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht auswalzen. Wobei ich mir die Vorstellung in dem Autoreisezug zu sitzen, in dem Auto, in diesem Wagen. Das finde ich, glaube ich, mega spannend, sich das Gefühl mal zu geben. Du sitzt im Auto und an dir vorbei geht die Landschaft und also finde ich irgendwie klasse. Habe ich noch nie gemacht, könnte man eigentlich mal machen. Könnte man ja mal überlegen, liebe Deutsche Bahn, in Berlin im Tower. Es war gerade ein Vorschlag gekommen, vielleicht können wir das attraktiver machen und mehr Güter bzw. Autos von der Straße auf die Schiene. Genau. Mehr Autotransportwagen für die Schienen. Ja genau, mehr Autotransportwagen für die Schienen. Vielleicht tun sie auch Berlin-Wannsee wieder aktivieren, wo man die Dinger verladen kann. Okay, wollten wir bloß nochmal angemerkt haben. Also richtig. Autotransportwagen, tolle Sache, schöne Wagen.
Genau, das sind die zweiteiligen Wagen gewesen. Ja. Wir kommen jetzt zu dem Thema Flachwagen, TWA 800. Ja, ich fahre mal den ICE ein bisschen weg. Ich spiele gerne. Fahr den mal zur Seite. Mit dem schnellsten Bagger der Welt. Da wird man also auch diesen Flachwagen. Ich mache das zu gerne. Aber das wissen viele Zuschauer schon. So, und ich rück den mal in Szene. Ja. So. Wie Sie sehen, sehen Sie einen Flachwagen und zwei T2 VW Last Edition Fahrzeuge. Mhm. Was hat es damit auf sich? Unsere Idee war das Thema Flachwagen, das wir ja im letzten Jahr schon angekündigt haben, mit anderem Ladegut, haben wir jetzt einfach mal als Last Edition angekündigt. Das bedeutet, diese VW T2 Busse, die wir hier sehen, die kommen aus der letzten Produktion aus Brasilien. Ja. Man sieht im vorderen Bereich den Kunststoff, Frontgrill, sagt man das so? Ja. Und das ist quasi, ja, wie gesagt, die letzte Produktion 2014 aus Brasilien kommt. Das Modell ist quasi analog zu dem Bild, was wir gefunden haben, die Auslieferung nach Bonn-Beuel mit diesen Wagen. Fanden wir irgendwie spannend, weil wir sowieso VW T2 Fans sind und das ganze Thema nochmal in Erinnerung rufen wollten. 56 Jahre T2-Produktion sind damit zur Neige gegangen. Wollen wir daran erinnern mit diesem schönen Wagenset. Wunderbare Sache. Wird sicherlich auch viele, viele Freunde finden. Eben für diese Erinnerung. Und wer sich richtig erinnern möchte, kann das Ding ja auch im Groß kaufen, wenn er das Portemonnaie dafür hat. Wenn er es noch kriegt. Wenn er es noch kriegt. Weil ich glaube, die sind schwierig zu kriegen, diese T2. Die T2 waren mittlerweile, ja schon, ja. Gerade die Last Edition, das sind wahrscheinlich irgendwelche Liebhaberfahrzeuge, die unbezahlbar geworden. Unverkäuflich sind. Unverkäuflich. Okay, tolle Sache von diesen Flachwagen. Sie können aber auch ganz nebenbei auch mit anderen Fahrzeugen beladen werden. Man kann das durchaus kombinieren. Hm? Richtig. Man hat die Möglichkeit, natürlich hier auch schwereres Gerät zu verwenden, wie unseren schnellsten Zwei-Wege-Bagger der Welt. Genau. Oder auch, man kann LKWs. Verschiedene LKWs, man kann Baukräne oder im Grunde alles Mögliche, was schweres Gerät ist. Die Bundeswehr ist ja bekannt dafür, wollte sagen, Militärfahrzeuge. Dass sie, genau, dass sie auf den Flachwagen entsprechendes Material mit hohem Gewicht transportiert. Also diese Flachwagen sind im Grunde für sämtliche Güter im schwereren Bereich auch gedacht. Tolle Idee. Kann man sich mal merken, Zwei-Wege-Bagger. Ist ein Riesenthema bei uns gewesen. Ja. Von Lieb her haben wir rauf und runter verkauft, weil die einfach top sind. Sind auch sehr schön detailliert. Und Sie haben gesehen, da ist sogar geschwindigkeitstauglich. Genau. Der fährt 200, okay. 200 Spitze. Ja, so. Dann machen wir weiter im Text. Jetzt fahren wir das Ganze dann mal andersrum. Ja, so genau. Jetzt, achso, nee, jetzt müssen wir den wieder runternehmen, weil jetzt haben wir noch jetzt was kommen anderes. Wir nämlich zu dem Thema, wir machen mal was Einfaches. Ja. Wir haben mal uns überlegt, ICE 4 ist natürlich ein schönes Thema für die große Anlage, wenn man eine Anlage hat. Ist aber auch ein entsprechend langer Zug mit 12 Wagen. Sollte man. Richtig. So. Und im Grunde sind wir jetzt hergegangen und haben das mit Kato zusammen das Set vereinfacht. Das heißt, wir haben ein Startset gemacht, ein vierteiliges, wo ein Gleisoval, ein Trafo drin ist. Das ist sozusagen Plug and Play. Ja. Sprich, man baut den Schienenkreis auf, so wie wir das hier gemacht haben. Und man setzt den Zug drauf und er fährt. Dieser Zug ist nicht etwa eine abgespeckte Version des Originalzugs von uns, von Kato, ja. Sondern es ist einfach nur ein vierteiliges Set, was wir eben als Startset konzipiert haben und was eben auch einen sehr schönen, engen Radius fährt. Dazu gibt es, das kann ich mal gerne zeigen, jo, ich halte das Ganze eine entsprechende
Kartonage, Originalverpackung. Ja. Mit einem. Und das ist ja was ganz Spannendes. Jetzt kommt nämlich gleich. Ja. So, hier klar. Ist auch ein Geheimversteck drin. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dieses Set noch aufzustocken. Also im Original fährt es, wie gesagt, 12-teilig. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Ergänzungssets dazu, die wir eben auch anbieten. Die kann man hier integrieren. Und wenn man das alles transportieren möchte, also sprich den ganzen Koffer irgendwo mit hinnehmen möchte. Also mit Starterset und Ergänzungspack sozusagen. Genau, zu seinem Modellbahnclub. Ja. Dann kann man hier in dieser Geheimschublade die Ergänzungswagen unterbringen, macht die wieder zu, macht den Deckel drauf und dann hat man eine schöne, ich sag mal, Tragetasche mit einem schönen Äußeren für den ganzen Zug. Also ich finde, liebe Freunde, da hat wirklich mal jemand nachgedacht. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, ja, wirklich. Insgesamt eben ein einfaches, schnelles Produkt, was relativ, ich sage jetzt mal, unaufgeregt ist, weil es ohne Decoder auskommt, ohne irgendwelchen anderen Schnickschnack. Man kann natürlich hier Innenbeleuchtung integrieren, Decoder integrieren. Das, was wir eben auch für unsere Standard ICE 4 anbieten von CIMO, diese Decoder-Sets. Ja. Muss man aber nicht. Man kann auch wirklich ganz klassisch analog fahren und sich freuen. Es gibt auch, muss man ja auch dazu sagen, liebe Freunde, Erweiterungsschienen. Man kann also dieses Oval, dieses Starterpack erstmal dafür nutzen, die Begeisterung für die Modellbahn in sich zu wecken, den schlafenden Virus mal wirklich etwas zu aktivieren. Und wenn es dann mit dem Ergänzungsschienenset nicht mehr reicht, kann man auf die Modellbahn umsteigen. Da kann man sich eine Modellbahn bauen, genau, eine richtige kann man Modellbahn bauen. Um das Schienensystem, was man dann verbreitert hat, kann man noch ein Layout bauen. Ja. Ja, aber da gibt es dann unsere Freunde von den vom Zubehör, die dann alles Weitere bieten, um eben das landschaftlich noch optisch aufzuhübschen. Es ist auf alle Fälle erstmal ein wunderschönes Einstiegsset mit einem analog, sag mal Trafo, ich sag's halt altmodisch. Powerpack heißt es heutzutage. Aber Trafo versteht auch jeder. Powerpack. Gut, sagen wir Powerpack dazu. Ja. Damit kann man erstmal spielen, auch mit seinen Kindern. Das wird bestimmt viel Freude machen. Das ist im Lieferumfang ja sowieso alles mit drin. Ist alles mit drin. Und UVP, Entschuldigung, wollte ich gerade noch sagen, ich finde den Preis auch echt gut. Interessant. Muss ich sagen, 259 Euro UVP für dieses Startset. Absolut guter Preis, um einfach mal anzufangen. Oder klassisch, wie wir das zu Weihnachten ja immer gerne machen, den Kreis aufbauen um den Adventskalender herum und dann eine Runde drehen. Ja. Für die Kinder. Und vor allen Dingen, was ich eben immer sehr schön finde, das unterscheidet diese Dinge von den reinen Kinderstartsets, dass dieses Startset erweiterungsfähig ist. Sie können also später aufrüsten und das Ganze dann auf ihre richtige Modellbahnanlage auch betreiben. Richtig. Oder weiter betreiben. Und das finde ich genial. Ja. Gut. Und auf dem Schienennetz, auf dem Schienenoval kann natürlich jede Lok fahren. Ne? Mhm. Das ist klar, das ist ein ganz normales Gleichstrom. Mhm. System, ja. Da kann auch eine E63 fahren. Da kommen wir später ja, zu. Okay. So, Juti. Bleiben wir im Bereich Schnellzüge, Hochgeschwindigkeitszüge. Die Japaner lieben es, wir auch. Von Kato kommt in diesem Jahr eine neue Version von den TGVs, der TGV WeGo. Das ist quasi die, ich sag mal, Studentenversion zu fahren. Im Original ist die innenausstattungstechnisch etwas abgespeckter, daher sind die Tickets auch etwas günstiger. Also der Flix drehen drauf Franzosen? Quasi. Richtig. Der fährt, der fuhr früher nur in Frankreich, mittlerweile gibt es die Strecke Paris-Madrid, eben für eine kleine Mark zu bereisen über den WeGo, ist optisch einfach ein schönes Modell mit dem Blau. Ja, auffällig. Ja, und hat eben die Doppelstockwagen-Ausstattung, wie auch nachher der TGV Lyria, den wir jetzt gleich auf dem Bild sehen werden. Die Lyria ist ja eine Tochterfirma, ein Zusammenschluss aus SBB und SNCF. Ja. Und die bereisen dementsprechend auch Schweiz, Frankreich hin und her.
Das Modell, was wir hier zeigen, ist quasi eine modernisierte Version. Seit 2019 wurden die kompletten Wagen in neu ausgestattet, komplett modernisiert. Und alle wurden mit diesen Euro-Duplex-Wagen ausgestattet. Also sprich zweistöckig, um einfach auch mehr Fahrgäste fahren zu können. Dazu hat der Lyria ein komplett neues Design bekommen, was wir natürlich auch abbilden und wird dann auch im Laufe des Jahres von Kato über uns käuflich zu erwerben sein. Na, dann freuen schöne wir uns. Schöne Schnellzüge, mal. Die wir haben. Genau, ich würde sagen, schöne schnelle Züge vor allen Dingen. Kann sich die Bahn mal ein Beispiel. Ich bin ketzerisch wieder mal, aber okay. Das sind wir alle. Nein. Der ICE ist auch wunderschön. Ja, um Gottes Willen. Will ich nicht gesagt haben, dass es nicht so ist. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass die ausländischen Bahnen da ein bisschen mehr Grad machen. Auch die Italiener zum Beispiel mit ihren Schnellzügen. Und so es weiter. Ist halt wirklich alles eine Frage von Design. Ich meine, wie gesagt, die ICE finde den echt klasse. Aber wenn ich mir alle anderen Züge angucke, was das Design angeht, was einfach die optische Wahrnehmung angeht, da sitzt einfach die DB leider nur hinten im Bus. Ja, um diese Kritik kommen wir nicht drum rum. Das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen. Alles klar, gut. Meine persönliche Meinung. Ja, das können wir auch äußern. So, jetzt geht's weiter. Müssen wir den Zug wieder ein Stückchen rausfahren? Wo wir ganz vorne im Bus sitzen, ist allerdings mit unseren Vectrons. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu diesen Lokomotiven, die wirklich allgegenwärtig sind. Als die Vectrons, gebe ich zu, rauskamen und ich habe dieses Lätzchen vorne gesehen mit diesem Pkw-Grill, dachte ich, oh Gott, wie hässlich ist das denn? Aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, sind die Vectrons ja fast nur noch anzutreffen. Ist mittlerweile mit über 1000 verkauften oder produzierten Originalen international die erfolgreichste Lok überhaupt. Ja. Ja, gibt es mittlerweile in 100 verschiedenen Designs, Varianten, gibt es ja als Vectron, als Smartron in der abgespeckteren Version, als Dual Mode, als Diesel Vectron. Also es ist ja schon Wahnsinn, wie mannigfaltig Siemens hier das Modell der ultimativen Lok eigentlich produziert hat. Hier sehen wir im Bild zum Beispiel die neue Version, das ist die 50. Vectron-Loks, die nach Polen ausgeliefert wurde für die Transportorganisation Laude, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, in dem zarten Pink-Rosa gehalten. Sehr auffällig. Optisch sehr ansprechend. Sehr auffällig, für den, der es mag. Und einfach eine tolle Lok, die aus dem Hause Hobbytrain, Next 18-Schnittstelle, sprich auf dem modernsten Standard, kann auch mit jedem Decoder bestückt werden. Wir sehen hier die Moveo Ergo Sum. Was sagt dein Latein, Frank? Keine Ahnung. Ich habe immer nur Russisch gelernt. Latein war so ein bisschen hinten runtergefallen, aber anders. Du musst es mir sicherlich gleich sagen. Ja gut, ich habe auch Französisch gelernt in der Schule. Ich weiß aber, das ist abgeleitet von dem Cogito Ergo Sum. Ich denke, also hat die LTE draus gemacht, Moveo Ergo Sum. Was so viel bedeutet wie ich bewege mich, also bin ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Ist eine wunderschöne Lok. Passt auch dazu. Passt auch natürlich. Hat ein tolles Design. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Transportorganisation immer mehr auf das Design achten, um eben sowohl die Kunden als auch die ganzen Trainspotter-Szene für sich so ein bisschen mehr in den Fokus zu richten, weil letztendlich ist das alles auch Werbung für die Fahrzeuge, für die Marke. Und es ist auch einfach ein schönes Bild. Also es macht einfach Spaß, sich auch diese Modelle anzugucken, auch die Originale anzugucken. Da sieht man das zum Beispiel auch im Original, die Lok. Sieht einfach toll aus, ist ein Hingucker, wenn die an dir vorbeifährt. Also früher hat man immer gesagt, je oller, so doller, umso doller. Weiß noch nicht, wie wir es ableiten können. Vielleicht fällt mir das noch ein, liebe Freunde, im Laufe der Sendung, was man dazu sagen kann. Aber da hat Tobias völlig recht. Und ich glaube auch die EVUs, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, legen wirklich jetzt ganz großen Wert drauf. Je auffälliger, umso verrückter, umso mehr werden sie wahrgenommen. Und
Da gibt es ja hinreichend viele, viele Beispiele auf deutschen Gleisen. Und das finde ich am allertollsten. Und vor allen Dingen nochmal so einen kleinen Hinweis. Manche sagen, oh, polnische Lok. Also die Loks sind auch auf deutschen Gleisen unterwegs. Und das im vermehrten Sinne sogar. Vor allen Dingen, wenn man zwischen Frankfurt-Oder und Berlin an der Strecke steht, sieht man die tollsten Lokomotiven kommen. Und ja, die Polen rüsten auch ganz schön oft, würde ich sagen. Ne? Definitiv. Also mittlerweile fahren die wirklich in ganz Europa, ja, durch alle Länder durch. Also es ist wirklich, gibt es eigentlich fast kein Land mehr, das, wo die nicht durchfahren. Und hat auch dann mit den 4 Pantographen oben die Möglichkeit, die eben in verschiedenen Berechtigungen oder die Möglichkeit, eben in verschiedenen Oberleitungssystemen zu fahren. Also es ist wirklich eine tolle Lok und ich weiß nicht, mittlerweile, also es war vorher, war der Taurus die meist produzierteste Lok von uns, von Hobbytrain. Da sind wir 5-stellig. Da sind wir, ich weiß es nicht, wie viele Vectons wir schon produziert haben, aber wir werden nicht müde, die weiter zu produzieren. Wir nehmen uns die neuesten, tollsten Designs, weil das ist einfach ein schönes, eine schöne Lok, die zu so vielen Möglichkeiten passt, als Güter-, als Personenzuglok. Die kannst du im Prinzip vor alles spannen und die sieht halt immer gut aus. Ja, nun möchte ich dazu noch sagen, liebe EVUs, machen Sie noch viele Designs. Da wird auch Lemke, was das betrifft, überhaupt nicht arbeitslos. Wo ich gerade sehe, auch ja, das Bild eingeblendet, die SNCB. Das ist ja eine besondere Lok, die ist optisch jetzt nicht das obere Highlight. Die hat aber den Love Your Planet Nightjet. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist ein sehr schönes Set von LS Models. Ja. Von Brüssel nach Aachen gezogen, den Eröffnungszug. Und daher kann man im Prinzip das Nightjet-Set, was wir gleich sehen, das Love Your Planet-Set, mit der SNCB-Lok verbinden. Und dann ist man auf jeden Fall auf der authentischen, richtigen Seite. Mhm. Ja, weil wir versuchen natürlich auch immer nachzubilden, wenn wir wissen, es gibt eine bestimmte Zugkombination, die gefahren wurde, dann geben wir die Information natürlich weiter, damit wir den Modellbahnern zu Hause auch das zeigen ja, können, wie die ja im Original Sinn fahren, weil die ja Leute wollen ja authentisch Sinn fahren. Ja, genau, so ist es. Ja. Tolle Sache. Dann habe ich auf meinem Zettel... Er ist noch dick, der Zettel, ich verspreche. Kommt noch einiges. Diesel Vectron, wunderschöne neue Varianten. Aber wir möchten zur Hybrid-Version. Hybrid ist ja irgendwie so unser Thema in diesen Zeiten. Ne? Mhm. Es gibt nur noch, gibt fast nur noch Hybrid-Autos, die produziert werden, alle machen einen auf Hybrid. Die MKB, die wir hier sehen, die hat diesen Fashion-Slogan, wir sind auf Draht, Punkt, 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 nicht angewiesen. Ja, macht ne? ja auch spricht, Sinn. Das spricht, dann man, oder? spricht für sich. Ja. Diese Lok, diese Dual-Mode-Loks oder wie Siemens sie nennt, Zweikraft-Loks, hat eben den Vorteil, dass sie als Hybrid-Lok den Elektro- und den Dieselantrieb hat, sprich viel mobiler ist, auf viel mehr Strecken unterwegs und sein kann. Und vor allem universell einsetzbarer, richtig, weil die kann genau. ja auch mal ohne Fahrrad fahren, also ja. da passt es schon. Ja. Ja. Und auch einfach zeitgemäß ist. Ja. Und hier sehen wir auch mal ein kleines Video, was wir gedreht haben, ein Mitarbeiter von uns. Ja. Und ich finde immer wieder erstaunlich, wie massiv, wie groß, wie wuchtig so eine Lok einfach ist. Und früher hatte ich für das Thema Trainspotting irgendwie nicht so viel übrig, aber je mehr ich auch durch unseren Kollegen, den Sven Franz, da reingerate, was er für Fotos macht, ist unglaublich. Mhm. Also richtig, richtig coole Bilder, die auch Spaß machen. Sich da brauchst du auch einen ganz heißen Draht zu manchen FDL bei der Bahn, um gesagt, Flüster zu bekommen, Geheiminformationen zu bekommen. Du musst da und da hingehen, dann kommt die und die Lok. Apropos die und die Lok, ich hatte ja versprochen, eine kleine Anekdote mal zu nennen. Ich hatte mal den Auftrag, die Aachensee-Lok zu filmen, eine ÖBB-Lok, die an bestimmten Tagen fährt, die also aus Italien kommt und bis nach München fährt. Also ich darunter gefahren, ein wunderschönes Motiv mit einem Kloster im Hintergrund, Kameras aufgestellt und wartete auf die beklebte Aachensee-Lok. Was kam?
eine stinknormale rote ÖBB-Lok an diesem Tag an dem Zug. So kann es gehen, obwohl ich alles nochmal nachgefragt hatte und die Lok ist leider an dem Abend vorher etwas kaputt gegangen. Da steckst du nicht drin. Ja, dann fährst du hunderte von Kilometern, aber das Schicksal kennt bestimmt manch ein anderer. Das sind natürlich Sachen, die sind dann bitter. Ja, ja, okay. Aber da lernt man dann raus, ne? Da muss man dann eben dranbleiben und beim nächsten Mal klappt es. Die habe ich dann oben am Brenner, habe ich sie dann gekriegt. Gut. Alles klar. So. Okay, kommen wir von der Vectron zum... Wir machen einfach Thema Nightjet, Railjet, machen wir weiter. Die ist hier auch schon eingeblendet, ja. Die Lok. Taurus, also Baureihe 1216, ist auch ein Dauerbrenner bei uns. Die fährt ja immer noch so in dem Design. Das Nightjet-Design ist, wie auch das ÖBB Railjet-Design, einfach, finde ich, unübertroffen. Das Dunkelblau mit den Sternen, das macht einfach Spaß. Das ist einzigartig. Also das ist können wir das mal hier, das ist die Aufnahme, ne? Ja, zumal, mal zeigen. Zumal man sagen muss, dass ja auch die Nightjet-Züge oder die Nachtzüge wieder unheimlich im Kommen sind und salonfähig geworden sind. Und natürlich dann auch dank der ÖBB, also ich werde nicht gesponsert von den Jungs, aber ich muss es wirklich sagen, wieder ein Thema auch auf unseren Anlagen wird. Also es ist also eigentlich dann immer so, ja, ein Geben und Nehmen. Es ist einfach ein farblich absolut schöner Akzent, der da durch diese Modelle auf die Anlage kommt. Und da die eben entsprechend immer noch unterwegs sind und auf meinen Reisen, sehe ich auch sämtliche Railjets noch mit Taurus-Maschinen fahren, mit dem Taurus 3 in dem Falle. Immer noch aktuell, immer noch schön und immer noch einfach ein klassischer, eine klassische Lok, die eigentlich überall stehen muss, auf jeder Anlage. Hat auch eine Next 18 Schnittstelle, also ist auch im... Das ist das, was ich gerade, oder die Frage hätte ich jetzt gern. Es ist ja so, die meisten Modelle sind analog, wenn sie jetzt nicht gerade mit euch mit Sound und was weiß ich ausgerüstet sind. Wie ist das jetzt mit den Decodern? Analog heißt ja im Grunde genommen, da ist ein Brückenstecker drauf. Und genau, da ist ein Brückenstecker drauf. Und die sind jetzt so konzipiert oder so konstruiert, dass ich also jederzeit den Brückenstecker runternehmen kann und dann einen Decoder drauf basteln kann. Richtig, also wir haben die Möglichkeit, wir liefern einen Großteil unserer Lokomotiven, also alles, was modern ist, hat natürlich auch die moderne Schnittstelle, die Next 18. Ja. Wir liefern aber sämtliche Taurus, Vectron, Varianten natürlich auch optional mit Sound aus. Mhm. Ja, also da ist dann schon ein Sounddecoder drin, der ist entsprechend auch eingestellt und programmiert. Wir haben hier natürlich dann die Möglichkeit, als Endverbraucher, wenn ich eine Analog-Lok gekauft habe, die dann auch mit einem Decoder, mit einem Standard-Decoder, Zimo, Kühn, Döler und Haas, ESO, you name it, natürlich auszurüsten. Also da sind wir immer auf dem neuesten Stand. Und man kann auch den Sound, wenn Platz ist, selbst nachrüsten. Oder ist da schon immer ein Platz vorgesehen? Der Platz ist vorgesehen für den Sounddecoder. Ja. So, und die Loks sind auch, sag ich mal, für Sound vorbereitet. Alles klar. Ja? Gut. Also das geht schon. Und das wollen wir auch so halten, weil die Leute das einfach... Wenn der Anteil von Sound, der steigt jährlich... Also der steigt ständig. Wir haben immer mehr, einen größeren Anteil von Sound, die wir verkaufen. Das ist ja mal so, wenn man manchmal Modelle sieht oder von anderen Herstellern mal guckt, da steht dann extra dabei für Sound vorbereitet und wenn da bei manchen Modellen steht, kein Sound möglich, dann das ist immer ein bisschen schlecht. Also man kann, das ist das Schöne, die Loks dann je nachdem, wie man es möchte, dann auch aufrüsten. Definitiv. Und wenn dann da steht, kein Sound möglich oder da ist die Schnittstelle da. Da ist nur eine sechspolige, dann ist entweder dann sind die Werkzeuge uralt, beziehungsweise die Platinen uralt, oder man hat einfach keinen Platz. Ja. Das ist auch häufig ein Grund, weswegen wir einfach Modelle nur mit einem Standarddecoder oder eben gar nicht ausrüsten können, weil einfach der Größe geschuldet, bei H0 geht das. Ja. Ne, da kann man eben den Decoder noch irgendwo reinfummeln, aber bei N sind einfach durch die Platzverhältnisse manchmal Grenzen gesetzt und solange die Decoder nicht Mikrodecoder werden,
wird das auch erstmal so bleiben. Alles klar. Gut, haben wir die Frage auch geklärt, finde ich toll. Außenrum werden sie immer feiner und innenrum haben wir manchmal keinen Platz. Genau, so richtig. So ist das ja. Auf den Punkt gebracht. Ja. Nightjet-Züge, wie gesagt, großes Thema. Dank der ÖBB, hatte ich ja gesagt, liebe Freunde. Und wer mal Nightjet-Züge sehen will und zufällig in Berlin ist, zwischen Rummelsburg und Warschauer Straße, kann man die auch mal auf der Abstellfläche stehen sehen. Richtig. So. Zu den Nightjet und Railjet Taurus haben wir natürlich auch dann die entsprechende, dann sehen wir ihn wieder, Dankeschön, haben wir auch wieder die Ergänzung, sprich die Reisezugwagen-Sets. Ja. Das ist in dem Fall der ÖBB Railjet mit der Italien-Zulassung. Ja. Der hat wieder ein leicht verändertes Design. Und bei der Lok hat er einen roten Streifen auf der Front, der für die Italien-Zulassung notwendig ist. Ja. Als Signalwirkung oder wie sagt man? Ja, als Erkennung. Als Erkennungsmerkmal. Ich weiß nicht genau, warum das sein muss. Es ist halt einfach so, dass gewisse Railjet-Loks oder Zugverbände von außen ersichtlich sein müssen, wo sie stationiert sind, beziehungsweise wo sie hinfahren, welche Streckenverläufe sie haben. Genau. Und das ist jetzt entsprechend die Italien-Version. Die haben wir in einem vierteiligen und einem dreiteiligen Set, bieten wir die an und ist einfach auch eine wunderschöne weitere Railjet-Variante, die auf jeder Anlage einfach ein schönes Bild hinterlässt. Ich denke schon, dass es ein Hingucker ist. Man kann sie auch mit dieser neutralen Lok fahren, die Railjets. Genau, die ÖBB, ja, die ÖBB-Lok, der Taurus, den sieht man ja auch ständig. Also wenn man in Österreich, in Salzburg oder in Wien irgendwo unterwegs ist auf den Bahnhöfen, da kommt einem diese Lok auch ständig über den Weg. Ist ein absoluter Klassiker und kann auch wirklich überall eingesetzt werden. Genau. Wunderbares Modell. Dann kann man, das sind ja dann, glaube ich, die Ersatzergänzungen. Genau, das ist die Ergänzung. Ja. Das in Kombination, da haben wir dann mit dem vierteiligen Set und der Lok zusammen, haben wir dann ein achteiliges Set, was einfach, ja, wie gesagt, auf jeder Anlage ein Hingucker ist. Und wer halt ÖBB Railjet sammelt, der sollte sich den auch organisieren, weil die sind erfahrungsgemäß immer sehr schnell ausverkauft. Diese Ergänzungssets kommen immer mit drei Wagen zusammen oder gibt es die auch einzeln zu kaufen? Die gibt es nicht einzeln zu kaufen. Das macht in der Produktion, das ist wirtschaftlich, ist das nicht sinnvoll. Macht keinen Sinn, ja. Weil man muss sich halt überlegen, was das für einen Aufwand hat, eben eine Lok einen Wagen zu produzieren. Und das machst du in der Regel, musst du auf Stückzahlen kommen, damit das Verhältnis, also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Genau. Ja. Deswegen produzieren wir keine Einzelwagen, weil am Ende bleiben wir auf, keine Ahnung, einem Wagen sitzen und weil der nicht so beliebt ist. Und dann irgendwann kommt einer auf die Idee, ja, ich will den aber haben und dann gibt es den nicht mehr. Und nee, das ist schon dann richtig. Lieber alles zusammenkaufen. Passt auch. Dann hat man alles zusammen, dann kann man vielleicht mit einem Modellbahnkollegen irgendwie Wagen tauschen, wenn man das möchte. Ja, aber hier so Einzelwagenvertrieb. Das ist nicht, das macht auch keiner. Ach, ja. Du, das war jetzt mal so eine Interessensfrage. Ja. Ich bin kein N-Bahner, aber es war so eine Interessensfrage halt mal. Gibt es die auch einzeln? Okay. Ja, was gibt es noch außer dem Railjet? Das sind die modernen Fahrzeuge. Wir haben jetzt hier als nächstes ein etwas älteres Jetzt Fahrzeug. Kommen wir zum Nostalgieprogramm. Genau, jetzt kommt die Nostalgieschiene. Ja. Ein, was ist das, Frank? Kennst du? Nee, also es ist eine Lokomotive, die sieht sehr martialisch aus, richtig gewaltig, mächtig gewaltig, um Egon Olsen mal zu zitieren. Ja. Es ist der Hammer, also die habe ich so noch nicht gesehen. Das ist eine E33, eine ehemalige, also beziehungsweise eine BBÖ C29, in Österreich produziert. Ja. Ist dann später als E33 zur Deutschen Reichsbahn gekommen und ist quasi 1920 als das österreichische Streckennetz elektrifiziert wurde, war es eine der ersten Loks, die quasi diese Strecken gefahren ist und hat schon einen Seltenheitswert, weil insgesamt wurden nur 8 Stück davon produziert. Es sollten eigentlich mehr produziert werden, aber wegen des Kriegsbeginns hat man im Prinzip hier nicht mehr machen können.
Und es sind nach dem Krieg, sind glaube ich 5 oder 6 nur übrig geblieben. Die hat man dann restauriert und wieder in Betrieb genommen. Aber am Ende ist es einfach ein Relikt aus früheren Zeiten, das absolut spektakulär aussieht und in erster Linie eben als Rangierlok nachher eingesetzt wurde. Und, außergewöhnlich auch bei dieser Lok. Das habe ich so, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, liebe Freunde, da, man kann nicht alles wissen. Nur ein Führerhaus, also eine Seite. Das war ein Gewichtsthema. Aha. Die wurde erst mit zwei Führerständen geplant, dann war die aber zu schwer. Und dann haben sie im Prinzip abgespeckt, haben eine Version, also ein Führerhaus draufgesetzt, weil sonst hätte es die erforderliche Maximalgewicht für die Strecke überschritten. Und wer somit, ich weiß nicht, ob sie nicht hätte fahren können oder ob sie unwirtschaftlich gewesen wäre, ich weiß nicht, auf jeden Fall, das war. Also ich muss sagen, also eine schöne Idee, dieses Modell aufzugreifen von dieser E33. Und ich sage jetzt mal salopp, sie ist so hässlich, dass sie wiederum auch schön ist. Es ist auf jeden Fall ein spektakuläres E-Lok. Ja, also eine ganz spektakuläre. Aus der Epoche 2. Das ist unglaublich, was da so auf den Schienen gefahren ist. Ich meine, wir haben ja schon die E71 gemacht. Ja, ja. Wir haben jetzt die E63 gemacht. Die E71 fand ich auch super spektakulär. Ja, die war richtig schön. Ja. Ich erwarte von der E33 was Ähnliches. Und in dem Fall kann man wirklich sagen, zurück in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber die E33 wird eine Next-18-Schnittstelle haben. Oh. Und das ist schon außergewöhnlich, weil das ist wirklich auf dem kurzen Platz da noch eine entsprechende Decoder-Schnittstelle einzubauen. Das ist schon. Das ist hohe Kunst. Das ist hohe Kunst, muss ich wirklich sagen. Also diese Lok, auch obwohl sie Epoche 2 ist, liebe Freunde, passt sicherlich, die in dem Bereich unterwegs sind, auch mit der Epoche 3 noch fahren, sicherlich drauf. Sie kann mit Personenzügen gefahren werden, sie kann mit Güterzügen gefahren werden. Personenzüge haben wir ja, glaube ich, das Bild haben wir nicht. Habe ich ein Bild gesehen mit Donnerbüchsen hinten dran. Ja. Man kann Güterzüge fahren und wenn sie keinen Bock mehr haben und dann sagen, ja, die Lok muss jetzt noch rangieren, so war das Leben dieser Lok. Ich hatte mir das gesagt, die ist erstmal gefahren worden, dann war sie nicht mehr so toll zu fahren und musste sie rangieren. Und irgendwann wurde sie dann abgeschafft als Heizlok, so hattest du es gesagt. Und dann kam der Schneidbrenner. So ist das Leben, aber die Lok wird erhalten. Naja, immerhin war das dann eine Strecke von, ich sag mal, 50 Jahren. Die sie existiert hat. Da ist also wirklich nicht lange unterwegs gewesen. Ne? Also ich sag mal, für so eine alte Dame, die hat schon viel erlebt, viel gesehen. Und wer den Krieg überstanden hat, der hat viel gesehen. Der hat gezeigt. Ja. Tolle Lok, prima Idee. Spektakuläre Lok. Also wie gesagt, Thema Epoche 2, Nostalgie. Denken wir immer dran an die Leute, weil das auch immer wieder ein interessantes, schönes Thema ist. Ja. Und da solche Loks auch teilweise, also zum Beispiel auch die E63, auf die wir dann am Ende nochmal kurz eingehen, das sind alles alte E-Loks, die teilweise dann eben restauriert wurden und jetzt wieder als Museumslok, Nebenbahnstrecken oder eben als Rangierlok tatsächlich noch eingesetzt werden. Also die haben noch irgendwo eine Daseinsberechtigung. Und warum sollte man nicht Dinge, die funktionieren, wieder einsetzen? Klar. Warum muss man immer alles neu kaufen, neu bauen, neu machen, wenn man funktionieren ist, kostengünstiger, einfach wieder reaktivieren kann? Ja? Mhm. Das ist ja ein Thema, worüber wir vielleicht auch gleich nochmal kurz sprechen können, Thema Rohstoffe. Mhm. Ja? Wie produziert man? Wie produziert man wirtschaftlich, nachhaltig? Das ist halt ein ganz wichtiges Thema, das für unsere Generation halt absolut wichtig ist, weil ich möchte meinen Kindern nicht einen versauten, ausgetrockneten, ausgenommenen Planeten zurücklassen. Mhm. Und daher finde ich, ist jetzt nur ein kleiner Nebentrip, weil mich das auch persönlich beschäftigt. Ja. Ja. Finde ich aber wichtig, dass man einfach mal darüber spricht und das auch mal in das Bewusstsein kommt, dass man einfach nachhaltig und auch sinnvoller, wirtschaftlicher produziert. Das ist ein guter Satz und ich muss auch noch mal dazu sagen, zu dieser Lokomotive, die wir Ihnen eben jetzt gezeigt haben, allerdings nur im Bild,
Passt auch sich fast nahtlos an das alte ALOC-Programm, was ihr ja schon aufgelegt habt, ja eigentlich mit irgendwie genau. dazu. Also insofern seid ihr da auch ja schon von der Reihenfolge her oder in der weiteren Folge ganz gut drauf damit. Genau. Passt auch zu der E88, genau. die ja auch Jägerndorfer ja. exklusiv für uns ja. macht, die wir im ja. letzten Jahr oder im Herbstprospekt angekündigt haben. Ja. Also wir haben hier wirklich eine sehr schöne Nostalgie-ELOC-Schiene, die wir da fahren. Finde ich toll. Mit tollen Modellen. Und dann vor allem in der Spurgröße. Ja, dazu sagen. Ne? Die, also die toll. Eigentlich jeder Sammler haben muss. Ja. Ne? Wenn du ELOC sammelst, alte ELOCs, dann musst du die der haben. Der soll das haben. Gut. Was musst du sonst noch haben? Ach, ich habe viele Wünsche. Wir machen also, jetzt wieder einen Sprung. Wir springen jetzt. Ja, wir springen jetzt wieder zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, okay. Ich liebe es. Und zwar, wir springen jetzt zu den Nightjets nochmal. Und zwar, da sehen wir sie auf dem Bild. Love Your Planet. Ja. ja habe ich auch gerade eben das noch gesagt. Ist das der Punkt das von dieser belgischen ALOC, die du vorhin hattest? Richtig, genau. Ja. Love Your Planet ist quasi der Eröffnungszug. Mhm. Der Nightjet Eröffnungszug, der nur in dieser Konstellation von der SNCB Vectron Lok von Brüssel nach Aachen gezogen ja. wurde, also von Belgien nach Deutschland. Ja. In diesem Zugverband sind drei Love Your Planet gebrandete Wagen drin enthalten, ja. die eben nur in dieser Konstellation so gefahren okay. sind. Das heißt, wir bilden hier, beziehungsweise LS Models macht exklusiv das Set für uns. Mhm. Wir bilden das exklusiv nach, dass wir eben diesen Nightjet-Eröffnungszug so fahren lassen können. Man kann nachher eben auch den Nightjet Taurus zum Beispiel nehmen, den da vorspannen. Das ist auf jeden Fall erlaubt und authentisch. Mhm. Ich meine, es ist sowieso alles erlaubt, was gefällt. Ne? Was so gesehen ja, aber es gibt ja auch welche, die wirklich nur authentisch fahren wollen. Richtig, genau. So, und in dem aber Fall, da passt es. In dem Fall passt es. Und auf vielfachen Kundenwunsch hin. Also wir sind dann angesprochen worden, den Vienna Pride Ergänzungswagen noch dazu zu machen, ja. mit diesen entsprechenden Türen, ja. die man oben rechts sieht. Ich finde das toll. Ja, das ist quasi auch so eine, ja, so eine Sonderlackierung, die damals gemacht wurde im Nightjet für die Vienna Pride. Und ist auch einfach ein schönes Ergänzungsset für dieses wie vielteilig war das? Achteilig, ne? Achteilig war das. Ja. Ja gut, da kann man ja zwei Züge draus machen. Also genau, also Nightjet, Railjet, ÖBB, rockt. Wichtiges Thema. Dank der ÖBB. Wir danken nochmal der ÖBB, ja. ÖBB, dass ja. also hier die Themen nicht ausgehen. Also ja. es wird ja immer vielfältiger, immer verrückter. Mal gucken, was die nächste Zeit so kommt. Ja, das ist aber noch nicht alles gewesen. Ist noch oder? Nicht alles, nein. Also es sind wirklich viele schöne Wagen, die wir hier haben, schöne Sets. Ich gehe mal hier in dem Katalog eben weiter. Ja. Ich mag auch kurzes Wort zu LS. Ich mag auch wirklich qualitativ, finde ich, liefern die einfach ab. Und das zeigt sich auch in den Verkäufen. Also wir haben wirklich immer wieder jetzt auch bei der bei den Vectron Climate Hero einzigartig, die wir jetzt bekommen haben, die waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, weil einfach offensichtlich ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis dort stimmt. Ja, ja. Weil die qualitativ sind die top, die sind absolut detailliert. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber Qualität wird hier auch einfach gefordert und auch abgeliefert. Und da haben wir bei LS einfach eine tolle Premium-Marke, die wir gut und gerne auch kann ich bekommen. Nur bestätigen. Also LS Models ist wirklich, liebe Freunde, ein Top-Hersteller. Ich sage jetzt mal so, böserweise, Spaß kostet, nee, ich würde jetzt sagen, Qualität kostet. Also das sollte sich auch schon in dem Preis. Ist einfach so. Ist ganz einfach so. Ja. Je detaillierter das Ganze wird ja. und je ausgefeilter das Ganze wird, steckt eine Masse Arbeit drin. Da müssen wir auch mal an die Leute denken, die das konstruieren, die sich die Birne zermartern, wie kriege ich das hin und auch die feinsten Details hinzukriegen. Und das ist natürlich viel Arbeit, die drinsteckt, auch Entwicklungsarbeit. Und das kostet natürlich auch was. Weder in der Herstellung, aber die Entwicklung bis dahin,
Meine dumme Frage, wie lange doktert ihr an einem Modell rum? 3 Jahre, 4 Jahre? Naja, gut, also das kommt wirklich auf das Modell an. Es kommt auf die Anzahl der Werkzeuge in erster Linie an. Es kommt auf die Spurgröße an. Immer so eine Frage, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine E71 nimmst, die hat natürlich eine viel intensivere Vorbereitungszeit. Du musst die Konstruktionsdaten musst du kriegen, du musst Bilder kriegen, du musst erstmal wissen, wie sind die Maße eigentlich. Ne? Das ist also eine riesige Recherchearbeit. Das hast du zum Beispiel bei einer Vectron, kriegst du das ab Werk. Ja gut, so. Das ist die neueren, aber bei den alten Lokomotiven hast du Probleme, weil oftmals gibt es wenig Zeichnungen, wenn es geht überhaupt nichts mehr, dann gehst du hin, rennst mit dem Maßstab rum, fotografierst wie verrückt. Ich sag dir mal, wir machen ja bei Legrand, das ist ja hier unsere neue Marke, die wir gegründet haben, Legrand 1:8 Modelle, den Mercedes 300 SLR. Haben wir jetzt auch in 1:87 gemacht, sehen wir gleich schickes noch. Schickes Auto. Wunderschönes Modell, absolut spitzenmäßig. Ja. Da an die Konstruktionsdaten zu kommen, das war ein Abenteuer. Mhm. Ja, nur mal um kurz mal die Frage, also es ist wirklich offene Herausforderung, es ist oft aber auch relativ leicht. Es kommt halt darauf an, was für ein Modell du produzierst. Aber du kannst rechnen, von der Idee bis zur fertigen Produktion waren es früher ungefähr 1 Jahr bis 1,5 Jahre. Ja. Mittlerweile mit den Widrigkeiten der Welt, ne? Covid und Co. Ja. Macht es schwieriger. Also mittlerweile kannst du ab 1,5 Jahre kannst du rechnen, weil einfach auch die Anforderungen sind größer geworden an die Werkzeuge. Der Kundenanspruch ist größer geworden. Kunden sind... Die wollen mehr Teile haben, die wollen detaillierter haben. Und es ist ja nicht so, Spur N ist ja nicht günstiger, weil du weniger Material verbrauchst. Teilweise ist Spur N in der Konstruktion teurer und aufwendiger als H0, weil du dir andere Ideen, du musst anders arbeiten. H0 hast du Platz, da kannst du irgendwie versuchen, das so zu machen, ne, wie es passt. Bei Spur N musst du dann halt wirklich kreativ sein, dir was überlegen, wie mache ich es passend, wie mache ich es so detailgetreu wie möglich. Ja. Also das ist das, was ich unbedingt mal loswerden wollte, liebe Freunde. Das Teure ist nicht das, was Sie einkaufen, sondern das Teure ist einfach die Entwicklung. Müssen wir ganz einfach sagen. Ja, Werkzeuge, Entwicklung, Arbeit. Das ist die meiste Zeit, die reinfließt. Und weil man manchmal so, ich sage es gern nochmal, bin stiller Mitleser an vielen Foren, ich manchmal Diskussionen lese, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Ja, also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also da muss der Modellbahner sich schon entscheiden, was möchte er, ein technisch äußerst außenrum gut entwickeltes Fahrzeug und ein technisches Top-Fahrzeug kostet Geld. Ist so. Wenn man halt mehrere Modelle gemacht hat, dann kriegt man auch irgendwann so einen Erfahrungswert, dann weiß man auch, was kostet, als auch als Endverbraucher. Und wir haben ja viele, viele Leute, die unsere Modelle schätzen, die unsere Marken schätzen. Ja. Und das ist ja auch gut, das ist ja auch für uns positiv zu sehen, dass unsere Arbeit ankommt, weil wir machen unsere Arbeit sehr gerne und das ist ja, es soll ja eine Win-Win-Situation sein, für euch, für uns, für den Modellbahner. Ja. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass wir da so weitermachen können, weil, wie gesagt, wir haben tolle Modelle, wir haben eine schöne Vorbildauswahl, die auch ankommt. Und wir haben eben unsere Kunden, die das von uns abnehmen. Und so haben wir einen geschlossenen Kreis von zufriedenen Menschen. Und da wollen wir eigentlich hin. Das war das Wort zum Sonntag. Das wollten wir mal so stehen lassen. Das war mir wichtig zu sagen. Aber wir gehen ja noch ein bisschen weiter in dem Reigen. Richtig. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen wir mal zu etwas... Ganz wie toll. Hat man damals bei Monty Python gesagt, kommen wir zu etwas völlig anderem. Was völlig anderem? Jetzt. Wir haben das Thema Straßenreinigung. Kann man das hier mal so genau einfangen? Die Müllfahrzeuge. Genau, die Müllfahrzeuge. Auf der Basis MAN F90. Ja. Ich fahre den mal ein Stückchen vor. So. Den Zug wegfahren. Ja. Müllfahrzeuge haben wir irgendwie noch nie so richtig gesehen auf Anlagen. Es gibt auch wenig Hersteller, die da was Vernünftiges in Serie produziert haben.
wenn es überhaupt welche gibt. Wir haben das zum Anlass genommen, weil wir mit Minis natürlich hier immer ganz vorne dabei sein wollen und sehr kreativ sind, haben wir uns jetzt eben das Thema die Basis F90 vorgenommen, auf der man wunderschöne verschiedene Fahrzeuge produzieren kann. Hier in dem Fall eben den Müllwagen, der, finde ich, sehr schön geworden ist. Wir haben hier, das ist die lackierte Version, ja, in dem klassischen Orange. Die silberne Version das hinten, das ist ja etwas Prototyp. Außergewöhnlich, muss ich sagen. Richtig. Silber habe ich die noch nicht gesehen. Ja, das ist die Jubiläumsversion. Ja. Das ist der 100. Müllwagen. Hinten sieht man sogar, wenn man da reinguckt, die Müllpresse. Mhm. Finde ich, sieht man sehr gut gerade. Ja. Tolle Kamera, muss ich sagen. Respekt. So, und jetzt habe ich hier noch ein kleines Feature, für alle, die es genau wissen wollen. Hier ist jetzt noch die Mülltonne. Die Mülltonne muss weg. So. Die kann man eben hinten dranhängen. Also ist ein kleines, nettes Feature. Ja, klar. Ist sozusagen ein zweiteiliges Set, wenn man so will. Aber einfach ein tolles Modell. Ja. Hat es noch nicht gegeben. Gehört auf jede Anlage. Mhm. Was will man noch mehr sagen? Man kann kaum was dazu sagen. Es gibt dazu natürlich, ich habe ja mal auch schon auf dem Zettel ein bisschen gelunzt, sicherlich noch andere Bedruckungsvarianten dazu? Definitiv. Also wir haben da verschiedene Varianten. Was habe ich gesehen? Alba, für alle Berlin-Fans. Genau, Alba. Der, was war das hier? Müllabfuhr, Zings. Achso, das ist eine Schweizer. Wir machen sogar eine Schweizer Version. Oh. Ja, die klassische Orange für Deutschland. Deutschland. Die Alba Berlin. Alba Berlin. Und dann noch eben die, eine Schweizer Version, weil in der Schweiz wird ja auch Müll produziert. Alles klar. Also, das Müll. Nein, das ist doch richtig. Schon verstanden. Bleiben wir bei den Minis. Ja, jetzt kommen natürlich ganz tolle Fahrzeuge, muss ich sagen. Es sind die, in meinem Begriff, ich werde jetzt sicherlich viel Kritik dafür kriegen, die elegantesten Busse, die ich je gesehen habe. In groß oder in klein? Sowohl als auch. Ach, guck mal. Ja, also die Setra Reisebusse sind schon eine kleine Nummer, muss ich mal sagen. Genau. Die haben es in sich, sind absolut detailliert. Ja. Und hat auch eine Zeit lang gedauert. Also das war jetzt zum Beispiel, nur mal kurz zum Thema Konstruktion. Ja. Das zu konstruieren war im Grunde nicht schwer. Da aber die richtigen Designs zu finden, und die richtige Bedruckung zu finden, dass es auch wirklich qualitativ top aussieht, weil wir haben halt auch in Spur N eine kleinere Fläche. Das heißt, wir müssen viel, viel detaillierter, viel genauer drucken. Und das machst du halt über einen Digitaldruck. Mhm. Und der kostet halt mehr. Aber ist egal. Fakt ist, das, was wir hier machen wollen, ist eben qualitativ hochwertig und auch immer wieder was Neues. Es ist ja auch unglaublich, wenn man das sieht. Also auf Ihren Bildschirm, liebe Freunde, zu Hause sehen Sie das jetzt wirklich sicherlich groß. Aber man muss wirklich dazu sagen, es ist Spur N. Also in der Detaillierung, in der Bedruckungsqualität, was jetzt gerade möglich ist, wir können ja mal eine ganz tolle Sache davor setzen. Ja, oder so. Ja. Es macht schon was her, das muss man also zugeben. Ja. Und der Setra-Bus, wenn du den auf der Straße siehst, ich meine, der ist ja bekannt für dieses Flixbus-Design, was wir auch gemacht haben, ist einfach ein Flaggschiff, ist der Tourbus schlechthin und einfach, muss eigentlich überall drauf. Und deswegen N und auch auf die Anlage. Genau. So. Gut, dann haben wir das Thema Spur N erledigt. Erledigt. Es gibt jetzt natürlich noch weitere Spur N-Neuheiten. Ich hätte fast gefragt, gucken Sie bitte nochmal nach, wenn dann die Kataloge kommen. Gerne nochmal der Hinweis an dieser Stelle, liebe Freunde. Nicht alles können wir hier zeigen. Ja, das würde also den Tagesrahmen ja fast sprengen, wenn wir jetzt alles besprechen. Das ist ein sicherlich kleiner, aber für mich auch großer Querschnitt an Neuheiten, die hier kommen. Den Rest finden Sie dann natürlich dann
auch auf den Katalogseiten, was die Firma Lemke anbietet. Und Sie können sich auch den Katalog bestellen. Denken Sie bitte dran, das ist ein, was hast du gesagt, Jahreszeitenkatalog? Es ist ein sogenannter Jahreszeitenkatalog. Also nicht das komplette Jahresangebot. Und ich denke, das macht auch Sinn. Wir haben das einfach kurz nochmal dazu. Wir haben das aufgeteilt, weil wir festgestellt haben, ein Jahreskatalog ist nach ungefähr 3 Monaten im Grunde abgelaufen. Ja. So, weil am Ende des Jahres ist ein Jahreskatalog im Prinzip sinnbefreit und war auch nachher im Druck und in der Organisation auch zu teuer. Das heißt, hier sind wir auch wollten wir auch den wirtschaftlicheren Weg gehen und sagen, wir bringen das in einen Prospekt, der weniger Seiten hat, der jetzt also nicht 80 oder 90 Seiten einen Gesamtkatalog hat, sondern der dann irgendwas zwischen 16 und 20 Seiten oder vielleicht mal 25 Macht Seiten auch hat. Sinn. Und zwar für den Zeitraum, wo wir dann auch neue Modelle erwarten. Sprich, wir haben jetzt den Neuheitenkatalog, der steht natürlich für das ganze Jahr. Dazu kommen aber eben die vier Jahreszeitenhefte, die eben noch zusätzlich sagen, was oder die zusätzlich informieren, was kommt jetzt im Quartal 1? Gibt es irgendwelche Updates zum Thema Neuheiten? Gibt es neue Muster? Dann werden wir dort Bilder von Mustern zeigen, um einfach den Entwicklungsstatus auch zu präsentieren. Dann kommt im Sommer, ein Sommerheft, wo dann drin steht, ne, was kommt im Sommer, eine Vorschau auf den Herbst. Also wir wollen im Prinzip versuchen, hier regelmäßiger den Kunden einfach mit Informationen zu versorgen. Macht ja auch Sinn und vor allen Dingen bekommt der Kunde aktuelle Informationen, die also auch in die jeweilige Zeit passen. Und bei einem dicken Katalog oder sagen wir mal so, war ja auch bisher mal so, wenn wir die Jahresvorstellung gemacht haben, wer hat sich das gemerkt, wenn wir im Februar auf der Messe waren, was im Dezember noch rauskommt. Ne? Das ist dann irgendwo, also macht es wirklich Sinn und ich bin dir auch dankbar, dass du dieses Thema nochmal so vorgetragen hast. Ja, wir wollten einfach auch mal einen anderen Weg gehen, ja. Weil man muss sich immer so ein bisschen anpassen, finde ich. Und man muss gucken, funktioniert das, funktioniert es nicht. Wir versuchen es halt machbar zu machen. Ich finde, von der Logik her macht es Sinn, es ist wirtschaftlich. Ja. Und jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir da etwas Probleme eben, weil einfach gewisse externe Situationen entstanden sind, die uns daran gehindert haben, das soweit auch fertigzustellen. Wenn wir den Winterprospekt, also den Herbstprospekt haben wir gemacht, den Winterprospekt, der ist ja jetzt kürzlich rausgekommen und jetzt mit dem Neuheitenprospekt sind wir jetzt für die Messe up to date und dann kommt quasi im März, April kommt dann die Frühjahrsausgabe. Super, jetzt kommen wir zu den H0-Spuren. H0-Spuren haben wir natürlich auch im Programm. Das war ja eigentlich die wichtigste Frage. Ich blätter da mal eben hin. Und zwar haben wir mit LS, also wir machen natürlich, H0 ist dominiert von LS-Models und Mehano. Mhm. Natürlich aber auch haben wir ein schönes Set von Hobbytrain in den Neuheiten drin. Wir starten einfach mal mit dem EC89. Wer damit nichts Eurocity anfangen kann, das ist der Zug zwischen Hamburg und Zürich. Richtig. Gibt es auch ein ICE, der zwischen Hamburg und Zürich unterwegs ist? Mit Sicherheit. wir wollen ja mit diesem wunderschönen Zug anfangen. Genau, wir haben uns das Modell vorgenommen, oder das Zugset. Das sind ja, das ist ein sechsteiliges Zugset von LS Models, das auch exklusiv für die Firma Lemke produziert wird. Das haben wir uns vorgenommen, weil wir die wunderschönen SBB-Wagen so toll finden und in H0 die auch einfach ein schönes Bild auf die Anlage zaubern. Wir haben aber hier dann die Besonderheit, den Panoramawagen aus der Gotthard-Bahn quasi mit in diesem Set drin zu haben. Mhm. Den erkennt man eben an den großen Fenstern, an dem leicht erhöhten Dachstand. Und vor allen Dingen seitlich an diesem formschönen Bergpanorama, was für dieses Gotthard Express Design bekannt ist. Und dieser Wagen fährt tatsächlich durch Deutschland in der Konstellation.
Insofern macht es diesen Zug, obwohl es ein Schweizer Zug ist, auch für Modellbahner, die also hauptsächlich in Deutschland unterwegs sind mit ihren Modellen, wiederum interessant, dieses Zugset zu fahren. Ich will es mal so formulieren. Jeder Modellbahner, der Bock hat auf eine schöne Tour, eine schöne Reise in einem wunderschönen Zug, sollte sich im Original mal da reinsetzen, sollte aber auch... Ist mir noch nicht gelungen. Man muss die Zeit sich einfach mal nehmen. Ne? Ja, so, okay. So. Nimmst du dir eine Woche Urlaub und buchst einfach mal in dem Zug ein Ticket. Musst du aber, habe ich gelesen, wirklich lange im Vorfeld einen Wagenplatz in dem Panoramawagen dir reservieren. Das kann ich mir vorstellen. Weil die sind ratzifatzi, sind die ausgebucht. Aber die Strecke am Rhein entlang, Koblenz-Mainz, ist natürlich bestimmt ein Träumchen. Da entlang zu fahren, in diesem Panoramawagen sitzend, kann ich nur empfehlen. Habe ich selber noch nicht gemacht, ich habe es aber gelesen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben für unseren Privatspaß. Ich finde das klasse, wie er schwärmt. Du überzeugst mich gerade. Ja, einfach mal, man muss einfach mal machen. Mal einfach Dinge machen, wo man sagt, nicht nur alltäglich, sondern einfach sagen, scheiß auf die Arbeit, das jetzt fahre ich mal mit dem Zug. Es gibt einfach Dinge, die kann man auch von seinen Kindern lernen. Die Kinder, die machen einfach. Die reden nicht drumherum. Klar, reden die erst und dann machen sie es. Aber der Erwachsene neigt dazu, einfach unheimlich viel zu planen und zu machen. Und wir könnten ja und irgendwann mal vielleicht... Das muss ja alles passen. Einfach machen. Du hast recht. Könnte ja cool werden. Du hast recht. Leute, einfach machen. Einfach machen. So einfach ist das. Könnte ja super werden. Ja. So, und dieser Zug, dieses Zugset ist mit 2, 4, 6 Wagen. Richtig. Das sind 6 Wagen, die in der Konstellation fahren. Der Zug selber ist aber mehrteilig. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie vielteilig. Ich glaube, 10- oder 12-teilig. Also kann man noch ein zweites Set dazu nehmen. Man wird noch ein zweites Set dazu. Um die volle Länge zu haben. Genau. Bei H0 ist das natürlich ganz schön. Ja, Langer Zug. Deswegen haben wir das ja auch aufgeteilt, weil ein 10- oder ein 12-teiliges Set in H0 ist natürlich nicht jedem zumutbar. Es ist ja schon, um auf die Spur N zurückzukommen und auf den Klimaschützer, der hier vor uns steht, wenn du den in Originallänge fährst, brauchst du ja fast 2 Meter Bahnsteig schon. Ne? In H0. Locker. Ne, ich sage, hier brauchst du es auf jeden Fall. Muss ja richtig drinstehen, gestreckt der Zug. Achso, in Spur N. Wenn der Spur N brauchst du auch fast 2 Meter, wenn der da gestreckt im Bahnhof. Also ich rechne mir das noch aus nachher, wie viel war. Kannst du ja mal, können wir zusammen machen, würde mich auch mal interessieren. Ich weiß halt, dass die neuen ICE-4 Wagen auch ein Stückchen länger sind als die alten. Ja, klar. Also. Also Platz braucht man schon, aber ein toller Zug und ein Hingucker wirklich also für jede Anlage. Definitiv. Ja. Dann haben wir noch jetzt, was für die Nostalgiefans. Das habe ich mir erst gedacht. Streichelt die Seele der, der Leute. Ja, CEWL ist und bleibt immer ein Thema. CEWL Nordexpress von 1936, der siebenteilige Set. Ja. Wir haben das hier aus optischen Gründen auf mehrere Bilder aufgeteilt, das siebenteilige Set. Ja. Epoche 2 ist eigentlich so der klassische CIWL, damals Schnellzugwagen, also früher einer der schnellsten Personenwagen überhaupt, der in diesem Luxussegment CIWL unterwegs war. Ja. Ist von Paris bis nach Russland reingefahren, also hat wirklich Meter gemacht, hat viel gesehen von der Welt, ist auch nachher von Polen bis nach Skandinavien gefahren. Also diese CIWL-Strecken, das kann man sich mal im Internet angucken. Das ist wahnsinnig, was die für Strecken absolviert haben und in welchem Standard die damals wirklich dann unterwegs waren. Also das waren absolute Luxuszüge, die wirklich zu der Zeit alles Erdenkliche hatten. Mhm. Und das ist auch ein Set, was wir exklusiv von LS bekommen. Das ist, was an der Innenausstattung alles drin ist. Also man hat mehrfarbige Innenausstattung. Man hat teilweise noch, ich weiß gar nicht, was, wir hatten mal von LS hatten wir mal ein Wagenset, wo Fahrräder aufgehangen wurden. Also die hatten so kleine Fahrräder gedruckt, die dann in dem Zug aufgehangen haben. Mhm. So wie man das halt macht in einem Fahrradabteil, im Packabteil. Ne? Also das ist halt so dieser Detailwahnsinn,
mit dem LS einfach auch punktet. Und das macht halt einfach Spaß, auch in diesen Wagen, da die kleinen Details, die kleinen Feinheiten einfach auch zu suchen und zu finden. Wie ist denn die Ausstattung von den Wagen? Haben die Beleuchtung von Haus aus schon drin bei LS-Modells? Oder? Die sind von Haus aus mit Innenbeleuchtung ausgestattet. Okay. Und ja. Also das, was man sich vorstellt und wünscht. Super. Richtig, genau. Also Luxusreisezüge, es ist immer wieder erstaunlich, muss ich sagen, wie die damals unterwegs waren und was die bewältigt haben. Fehlt heute ein bisschen so ein Luxusreisezug, aber dafür machen es andere Züge. Naja, wir haben ja den Railjet. Ne? Ja, gibt es dazu Ergänzungswagen? Es gibt dazu noch Ergänzungswagen, ein zweiteiliges Set. Ah, da ist es. Da ist es, genau. Und was wir noch dazu erwähnen müssen, ist, dass wir hier auch Neukonstruktionen drin haben. Das heißt, wir haben hier insgesamt drei Neukonstruktionen, Gepäckwagen, Schlafwagen und den Speisewagen. Mhm. Die werden komplett neu konstruiert und auch das macht dieses Set nochmal doppelt spannend, weil so hat es in dieser Konstellation noch nicht gegeben. Ein sehr schöner Nostalgiezug, den man ja auch als Museumszug auf der Anlage gut fahren kann. Was anderes bleibt dann ja nicht übrig, oder man ist in der Epoche unterwegs, generell auf seiner Anlage. Genau. Also ich finde es immer wieder toll, aber kommt noch was? Es kommt noch was, und zwar haben wir jetzt zum Abschluss oder fast zum Abschluss haben wir jetzt noch das Stuttgart-Zürich-Set. Stuttgart-Zürich-Set? Richtig, das ist ein Personenwagen-Set. Das klingt spannend. SBB-Wagen, vier SBB-Wagen und ein DB-Halbspeisewagen aus dem Jahre jetzt sind wir wieder 1969. Genau. Haben wir da ein Bild von? Diese Halbpacker, also Halbspeisewagen, die waren ja auch ganz komisch lackiert. So. Die hatten ja ganz, glaube ich, Bild haben wir nicht. Haben wir kein Bild von, ist aber im Katalog drin, ist eine sehr interessante Kombination, eben aus diesem... Wir können ja mal... Darf man sich gerne im Katalog angucken und dort... also der typische Fernschnellzug der Zeit. Genau, fünfteiliges Set. Ja. Eben auch mit diesem markanten Halbspeisewagen in dem rot-blauen Trennung und den grünen SBB-Wagen. Warum hat man das eigentlich gemacht, frage ich mich so dummerweise. Also man hätte ja gleich rot machen können, wie die Speisewagen eigentlich alle waren. Das ist auch irgendeine Markierung, eine äußere Markierung, Sitzwagen, die man die Hälfte eigentlich die man, gewesen die ist man schon gewählt richtig. Hat, um den Leuten auch von außen zu signalisieren. Dort darfst du sitzen, dort darfst du essen. Hier beim ICE musst du zum Beispiel die Wagennummer erstmal checken. Ich meine, du kannst auch schon so erahnen von außen, was das für ein Wagen ist. Ne? Aber wenn man mit dem ICE fährt und dann musst du erstmal gucken, okay, welchen Wagen habe ich denn, erste Klasse, zweite Klasse? Du siehst ja von außen die Unterschiede nicht. Das haben die früher halt. Das war besser mit dem gelben Markierung oben durchgezogen. Da wusstest du sofort. Heute musst du an der elektronischen. Tafel an dem Zug dran erstmal gucken, welcher Wagen ist wo. Genau. Dann haben sie meistens noch Laufschrift, das verwirrt dann noch ein bisschen. Dann fehlt ein Wagen, kommt in der verkehrten Reihenfolge oder wie auch immer. Aber das kennen wir alle. Aber nicht bei uns. Bei uns fehlt kein Wagen, bei uns ist alles vollständig. Bei uns kommt alles richtig rum. Kommt alles richtig rum und läuft auch alles bei uns. Wir haben auch keine Verspätung. Ja, also mit diesem Fernschnellzug-Wagenset wäre ja eigentlich die heutige... Wäre eigentlich abgeschlossen, es sei denn, wir kommen nochmal auf die Marke zu sprechen, die wir hier im Hintergrund sehen. Albert-Modell. Genau. Das war ja eigentlich die Frage, die wir dann nochmal jetzt klären sollten. Eine neue Marke unter dem Dach von Lemke. Richtig. Diese Marke ist sehr interessant, ist ein sehr interessanter Hersteller aus Ungarn, der tolle Wagen macht. Also wir haben uns von der Qualität selber überzeugen können. Sein Thema, das wir quasi bei uns in den Neuheitenkatalog mit aufgenommen haben, ist das Thema Güterwagen, also auch Schiebewandwagen. Und hier haben wir Graffiti im Fokus. Also die Wagen sind schön, aber die Graffitis Wagen sind die einfach Graffitis noch schöner. Sind noch schön. Ja, war's ja schon. Hier sieht man ein Originalbild. Man muss dazu sagen, das ist in quasi von einer Graffiti-Gang gemacht worden, die wir hier nicht namentlich nennen dürfen, können und wollen.
Da sind aber auch Künstler dabei. Also das sind nicht nur irgendwelche fiesen Schmierereien, die da den Wagen verhässlichen, sondern das sind politische Statements, die da teilweise abgeliefert werden oder einfach nur unterhalten sollen. Oder auf was aufmerksam machen sollen. Vielleicht. Oder auf was aufmerksam machen wollen. Das Schöne an diesen Wagen ist, dass wir quasi die Modelle 1:1 oder Albert-Modell, wird dieses Modell 1:1 so auch in H0 produzieren. Mhm. Also das ist absolut authentisch, 100% identisch, beidseitig bedruckt. In einem sehr aufwendigen Digitaldruckverfahren wird das gemacht. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das wirklich also keine leichte Nummer ist, sowas zu machen. Ne? Ja. Und wenn man mal sieht, welche verschiedenen Designs es gibt, das ist schon erstaunlich, welche Themen da angesprochen werden. Und es ist auch, wenn man dann sich vorstellt, man hat jetzt einen Zugverband von 8 bis 10 Graffiti-Wagen von diesen Schiebewandwagen, dann ist das A ein authentisches Bild, was ja auch auf deutschen Strecken oft gesehen wird. Ah, ich habe schon mal Lieblingswagen. Ja, das haben wir Sie arbeiten nur. Ich glaube das. Ja. Und man sieht, es sieht einfach auf der Anlage auch total schön aus. Ne? Das diese farbenfrohen Bilder sind halt wirklich auch gut gemacht. Also qualitativ hochwertig sind sie, wie gesagt. Das sieht man ja auch. Die sind gestochen scharf. Ja. So wie es also eigentlich auch das Graffiti, wenn es draufgebracht wird, guckt euch das mal an. Ja. Ich meine, es wird wahrscheinlich eine Sparte geben, die aufschreit, nur eine Schweinerei an den Wagen. Aber du hattest auch was dazu gesagt, nochmal zu den Graffitis, dass die an den Wagen bleiben, weil die Künstler, und das sind jetzt Leute mit Grips, die dort arbeiten, die Versandoptionen und die Wagenlaufzettel freigelassen haben und die Wagennummern. Richtig, genau. Und zwar haben die ja auch dazugelernt, weil das sind ja mittlerweile keine Schmierereien, sondern Kunstwerke, wie gesagt, mit einer häufig einer Botschaft. Und der Künstler hat hier gelernt, eben diese Schilder, diese Zugzielschilder, diese Bezeichnungstypenschilder freizulassen. Weil er gelernt hat, wenn die freigelassen werden, bleibt das Ding dran. Bleibt das Graffiti häufig auch an dem Modell, an dem Wagen haften, weil die Bahngesellschaft dann keine größere Veranlassung sieht, den Zug zu reinigen, weil man sieht ja, wo er kommt und wo er hingeht. Und was die Maßnahmen sind. Genau. Und ich glaube auch, dass das Thema Graffiti mittlerweile nicht mehr diesen Status wie früher hat. Wir haben ja vor, glaube ich, 20 Jahren. Oder vor, ich sage einfach mal, Jahrzehnten haben wir ja das Thema Graffiti, hat mein Vater das ja schon mal aufgenommen, weil er ja damals schon seiner Zeit so ein bisschen voraus war mit diesem Markus Krips, haben wir ja so spezielle Graffiti-Züge gemacht. Und damals wir waren unserer Zeit voraus, sagen wir es mal so. Heute ist das Publikum jünger, die sind aufgeschlossener, die sind auch experimentierfreudiger. Und wenn man solche Drucke sieht, die auch authentisch sind und die einfach so gut gemacht worden sind, dann kann man eigentlich da nicht dran vorbeigucken. Ist trotzdem nicht jedermanns Sache, kann ich nachvollziehen, aber wem es gefällt, kann ich nur sagen, kaufen und sich begeistern lassen. Haben Sie was gemerkt, liebe Freunde? Hier spricht ein ganz begeisterter Mann, der auch voll hinter diesem Produkt steht. Es ist unglaublich. Die Begeisterung, ich habe jetzt echt mal stillgehalten. Man spürt es förmlich. Ich finde es einfach toll. Ohne Worte. Punkt. Ja, es ist einfach, man kann ja auch mal Innovationen so stehen lassen. Und man muss nicht immer gleich rummeckern. Man muss nicht immer gleich sagen, als doof und ne, Schmiererei und illegal und bla bla bla. Ja. Man kann es auch einfach mal sacken lassen und dann annehmen oder eben nicht. Ja, aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die eben mal was anderes als immer die gleichen Standardwagen auf ihren Anlagen fahren haben wollen. Mhm. Die bringen so ein bisschen Farbe rein, die sind so ein bisschen Punk-Attitüde. Mhm. Kann man mal machen. Kann man mal machen, sollte man so machen. Nein, genau. Ist völlig in Ordnung, dieses Statement dazu. Also ich fand diese Wagen ja vorhin auch schon toll mit dem heute schlafen wir, oder wie war das, also mit dem Ausschlafen. Also heute schlafe ich aus, morgen vielleicht auch. Genau. Danke, danke. Ja,
Ja, lieber Tobias, ich glaube, wir sind langsam jetzt am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen, ja. Es war eine sehr ausführliche Geschichte heute, aber die Zeit wollten wir uns ganz einfach nehmen, weil wir ganz einfach uns gesagt haben, auf der Messe ist immer nicht viel Zeit, 20 Minuten, da hecheln wir mal alles durch. Aber in dem Falle, bei dieser Präsentation, wollten wir das einfach mal anders machen. Es sollte für Sie auch eine gewisse Unterhaltung sein, gewisse Einblicke geben, auch in das Arbeiten der Modellbahnhersteller. Und ich denke, der Tobias hat das wirklich ganz toll uns heute rübergebracht. Wir haben einiges auf dem Tisch stehen gehabt. Wir haben vieles betrachtet und rübergebracht. Den Rest, den Sie also jetzt nicht betrachtet oder gezeigt, gefühlt haben, bekommen, können Sie natürlich auf den Webseiten bzw. auf den Katalogen sich entsprechend angucken. Und ja, bevor ich jetzt Danke sage und mein Abgesang mache, wollten wir aber gern nochmal drüber sprechen, weil vielleicht der eine oder andere jetzt schon gemerkt hat, oh, die haben gar nicht über Lieferzeiten gesprochen. Richtig, genau. Richtig. Lieferzeit ist halt ein aktuelles Thema. Ja. Es ist auch kein leichtes Thema, weil wir bemühen uns natürlich, die Lieferzeiten so kurz und knapp wie möglich zu halten, ist aber momentan einfach schwierig. Ich nehme ein Beispiel und versuche es wirklich kurz zu halten. Wir haben die E63 schon jetzt mittlerweile mehrere Jahre in der Ankündigung. Die darf ich mal. Genau, kannst du dir mal schnappen und mal aufs Gleis stellen. Ja. Wir haben jetzt quasi das letzte Muster, was wir bekommen haben, ist fahrtüchtig. Es ist optisch auf jeden Fall absolut stimmig. Es ist ein sehr schönes Modell geworden. Wir sind auch hier zuversichtlich, dass wir die Modelle im Sommer dieses Jahr ausliefern können. Warum hat das so lange gedauert, ist jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage. Ja, so ist das halt mit den Leuten, die immer solche Fragen stellen gelernt haben. Ja, die Frage ist ja berechtigt. Ja. Also wir wollen ja transparent sein. Und es ist natürlich, wer hätte es gedacht, dank Corona haben wir hier extreme Schwierigkeiten gehabt, was in der Konstruktion, also was die Konstruktionsdaten angeht, weil das komplette Konstruktionsteam war zwischenzeitlich in Fernost an Corona erkrankt, sodass die ihren Laden erstmal dicht machen mussten. War aber im Grunde egal, weil ja da eigentlich fast jeder Laden dicht gemacht hat. Also ich mache es kurz. Die Problematik der Liefertermine aktuell ist eben durch die Pandemiesituation bestimmt, ist auch dieser geschuldet. Wir können auch nicht voraussehen, was uns die nächsten Wochen, Tage das, das und wissen Wochen wir nicht. Jetzt ist, das wissen wir alle nicht. Ja. Und deswegen kam ja auch von euch diese super Idee, diesen Jahreszeitenkatalog zu machen, weil darauf kann man sich stützen und kann man auch die Modellbahner lenken und sagen, das ist das, was jetzt im Sommer auf euch zukommt. Genau, das ist das, was kommt. Und da stehen dann halt auch wirklich dann die zuverlässigen Termine drin, weil wir, wenn wir wissen, in 3 Monaten ist die und die Produktion fertig, das sehen wir ja dann, wenn eben wenn das letzte Produktionsmuster, was wir bekommen haben, jetzt zum Beispiel die E63, wenn das für uns stimmig und also absolut passend ist und qualitativ hochwertig, so dass es fährt und stimmig aussieht, dann wissen wir, jetzt geht es in die Produktion. Und dann haben wir innerhalb von 3 oder 4 Monaten haben wir die Ware dann da. Und das kann man halt in so einem Jahreszeitenprospekt, das hast du ganz richtig gesagt, viel besser nachbilden und auch informieren. Deswegen, wir bitten da um etwas Nachsicht, falls nicht immer alles so schnell und stimmig wie versprochen, in Anführungsstrichen, kommt. Wir geben uns die allergrößte Mühe, hier auch pünktlich abzuliefern, aber es ist manchmal einfach ein bisschen schwierig, weil auch eben die Logistik auch eben ihre eigenen Regeln hat und wir eben heutzutage nicht mehr mit 4 Wochen Containerschiff rechnen, sondern eher mit 8 bis 10 Wochen. Das ist normal. Mal abgesehen von den gestiegenen Preisen, die sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht haben. Also wir haben hier mit extremen Herausforderungen zu kämpfen und das ist aber nicht nur bei uns. Es ist nicht nur unsere Branche so, das ist in allen anderen Branchen genauso.
Das kennen wir ja mittlerweile eigentlich von überall her, nicht nur in der Modellbahnbranche. Ja. Wenn man sich in der Wirtschaft umguckt, dass also auch zum Beispiel die Automobilindustrie große Schwierigkeiten hat, ihre Chips zu bekommen und was weiß ich. Ja. Es ist eine verrückte Zeit, so muss man es ganz einfach sagen. Definitiv, aber wir haben, ich sag mal, wir haben für uns in der Spielwarenindustrie, in der Modellbahnbranche, haben wir ja noch das Glück, dass wir eben hier eine Branche haben, wo Artikel produziert werden, die aktuell auch nachgefragt werden, wo die Nachfrage auch groß ist, auch zu Recht groß ist, weil einfach die Modellbahnfans sich weiter ausstatten oder eben neu anfangen. Das finden wir ganz hervorragend, das finden wir fantastisch, wie sich das entwickelt hat. Und wir geben natürlich alles, dass auch die neuen Kunden von uns hier bedient werden. Und wir hier weiter tolle Produkte abliefern können. Da bin ich mir ganz sicher. Da danke ich dir erstmal für diese auch ehrlichen Worte, weil das bringt ja auch nichts dran, drumherum zu reden. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen, mich ganz herzlich beim Tobias bedanken, dass er uns die Zeit genommen und gegeben hat, die Produktpalette vorzustellen, die wichtigsten Sachen, und er uns ein Stück Weihnachten heute wieder ins Wohnzimmer projiziert hat. Apropos Weihnachten. Nach Weihnachten, ne, ist vor Weihnachten. Ist ja vor Weihnachten, wie wir wissen. Ja. Deswegen, ich habe euch was mitgebracht, und zwar Le Grand. Jetzt kommen noch ein paar. Ja, ich zeige das mal. Ich fahre mal die Lok weg. Genau. Vielleicht können wir das mal kurz hier in die Kamera positionieren. Ja. Es gibt eine schöne, wir nennen das die Mercedes-Benz Motorsport-Legenden. Das ist im Grunde die Reihe der 300 SLR-Serie als Roadster und als Coupé, also Uhlenhaut-Coupé. Mhm. Und in dem Fall 722er Stirling Moss Jenkinson, der eigentlich der Sieger sämtlicher Rennwagen Championships aus den 50er, 60er Jahren. Mhm. Und wir haben hier dann noch das blaue Wunder mit dem also nicht das Roadster, in Dresden. Mit dem Roadster als Ladegut hinten drauf und eben das Uhlenhaut Coupé. Das ist eine neue Produktion in 1:87, die jetzt im Handel verfügbar ist. Absolut hochwertig, und ich habe mir gedacht, ich bringe euch die mal mit und würde euch die dann als Geschenk für mein Hiersein, als Dankeschön überreichen. Dankeschön. Damit ihr da Spaß und Freude dran habt. Das ist das PKW fürs kleine Portemonnaie, denn die Größen kann man kaum bezahlen. Der größte, der ist quasi nicht bezahlbar. Der ist auch unverkäuflich. Ne? Aber dann hat man eben die kleine Version, ich stelle die nochmal hier rein. Ja. Von uns für euch als Dankeschön, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier sein können, dass das so gut geklappt hat. Und wir hoffen, dass auch den Modellbahnern die Modelle zusagen. Es ist eine sehr exklusive Edition. Ja. Und ist für jede 1:87 Anlage gedacht. Jeder, der mal ein 300 SLR Uhlenhaut Coupé in seiner Garage haben will, kann das jetzt auf seiner Anlage machen. Auf der Anlage können wir es machen. Die Freiheit und das Geld haben wir. Die nehmen wir uns. Die nehmen wir uns ganz einfach. Lieber Tobias, vielen, vielen Dank für deine Präsentation. Es hat uns allen auch hier im Studio sehr Spaß gemacht. Es war sicherlich sehr ausführlich, aber das war auch gewollt so. Denn letztendlich, liebe Freunde, wollen Sie auch eine gewisse Information haben. Wir haben Ihnen die wichtigsten Neuheiten vorgestellt. Das, was wir also heute hier nicht gezeigt haben, finden Sie dann auf den Katalogseiten. Bleiben Sie schön neugierig dabei. Er hat es ja auch gesagt, es gibt also diese sogenannten Jahreszeiten. Ich sage immer Vierteljahreskataloge, dann passt es genauso rein, wo Sie also alles finden, alle Informationen finden, die Sie heute hier noch nicht bekommen haben. Vielen, vielen Dank nochmals, dass du den Weg hier ins Studio gefunden hast und wir hier gemeinsam auch ein bisschen mit dem schnellsten Bagger, zwei Wege Bagger der Welt gefahren sind. So viel Spaß mit sein. Liebherr 3000. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, liebe Freunde, und möchte mich dann kurz und schmerzlos von Ihnen verabschieden.
Vielen Dank für Ihr Zuschauen, wo immer Sie auch uns gesehen haben. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir auch vielen Dank und auf Wiedersehen.